Sieben Fragen an. Ein Justizvollzugsbeamter. Ja, mein Name ist Frank Auer und ich arbeite bei der Justizvollzugsanstalt in Münster. Ja, also das Kerngeschäft beim Allgemeinen Vollzugsdienst ist der Abteilungsdienst. Das heißt also, wir sind zuständig für die Beaufsichtigung, für die Versorgung, aber auch für die Betreuung und Behandlung von immer ca. 40 Gefangenen auf einer Abteilung. Daneben haben wir ganz viele verschiedene Bereiche, in denen wir auch arbeiten können. Das ist der Fahr- und Vorführdienst zum Beispiel, die Anstaltsküche oder so wie ich jetzt seit einigen Jahren auf der Dienstplanung. Das Wichtigste ist, ein positives Menschenbild mitzubringen. Darüber hinaus ist eine gewisse Kommunikationsfähigkeit von Vorteil. Wir müssen im Team arbeiten, insofern eine Teamfähigkeit ist Grundvoraussetzung. Einzelkämpfer können wir nicht gebrauchen. Und ja, ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein sollte auch jeder mitbringen. Ja, das ist jetzt schon mittlerweile 20 Jahre her. Da hatte ein ehemaliger Arbeitskollege von mir einen Flyer vom Justizministerium bei sich und den habe ich mir angeschaut und habe gedacht, das ist was für mich, da bewerbe ich mich. Ja, also der Freiheitsentzug als solcher ist natürlich eine sehr einschneidende Maßnahme, das ist uns auch allen hier bewusst. Gleichwohl, dem liegt ja immer eine Straftat zugrunde und ein Richter hat entschieden, dass jetzt die Inhaftierung zu erfolgen hat. Insofern mache ich mir da nicht immer wieder neue Gedanken und es löst nicht immer wieder neu etwas bei mir aus. Ja, und ich selber fühle mich auch nicht eingesperrt, weil ich kann jeden Abend nach Hause gehen und habe einen Schlüssel und kann mich hier frei bewegen. Angst vor Gefangenen habe ich nicht, weil wir hier im Team arbeiten. Wir können Situationen gut einschätzen und abschätzen. Wir sind geschult in Deeskalation, aber auch in Eingreif- und Sicherungstechniken. Und natürlich gibt es Situationen, wenn es zu einer Eskalation kommt oder kurz davor ist, da steht man unter Strom, Adrenalin kommt. Aber ich würde hier nicht von Angst sprechen. Das wäre ein schlechter Berater und wenn man hier ständig Angst hätte, könnte man auch schwer seinen Job machen. Also jeder, der, glaube ich, engagiert in seinem Job arbeitet, über 8, 9 oder 10 Stunden, muss auch einen Ausgleich haben. Insofern brauche ich auch einen. Ich habe da meine Familie und treibe regelmäßig und gerne Sport. Also das ist eine Teamarbeit. Ich war bislang in den vergangenen 20 Jahren immer in sehr guten Teams. Und insofern gehe ich eigentlich immer noch seit 20 Jahren auch gerne zur Arbeit. So.